Unsere Zukunftspläne sind gar nicht, um jeden Preis zu wachsen, sondern im Sinne des Bio-Gedankens, Symbiosen und Kreisläufe weiter zu schließen, autarker zu werden, eigene Energie und auch Wärme zu erzeugen und den Betrieb in sich schlüssig und rund zu machen. Ich bin Nils und Freeland-Partner. Wir sind viele junge Leute, wir haben jährlich wechselnde Auszubildende, die neue Dynamik und Frische in unser Team bringen. Ich bewirtschafte den Betrieb mit meinem Bruder Johannes bereits in der 21. Generation zusammen und wir sind auf unserem Buchenhof in Neuwittenbeek. Wir sind bereits seit 1989 ein ökologisch wirtschaftender Betrieb und sind Verbandsbetrieb Bioland und Naturland. Durch die Mitgliedschaft des Naturlandverbandes müssen wir zum Beispiel 50% des verbrauchten Futters der Schweine selber produzieren auf den eigenen Ackerflächen. Der anfallende Mist und organische Dünger wird im Ackerbau verwendet und zum Beispiel die Wintergerste wurde damit gedüngt, wird jetzt bei uns in der eigenen Getreideanlage aufbereitet, getrocknet und gereinigt und im Anschluss an die eigenen Schweine verfüttert. Aufgrund dessen, dass wir zu zweit im Betrieb sind, haben wir uns dafür entschieden, den Betrieb stetig weiter auszubauen. Wir betreiben seit 2009 den Betrieb zusammen. Das Verhältnis zu meinem Bruder ist sehr gut. Jeder hat seinen Part und wir ergänzen uns da sehr gut, weil wir uns immer aufeinander verlassen können. Ich kümmere mich um den Bereich Schweine und um den Bereich Ackerbau. Der Umgang mit den Schweinen macht sehr viel Spaß und ist was Besonderes, weil man das Verhalten der Schweine sehr gut sich anschauen kann. Unsere Bio-Schweine mit dem Auslauf und mit der Einstreu zu sehen, macht mich besonders glücklich, da sie im natürlichen Trieb nachgehen können, aktiv am Klima teilnehmen können und im Auslauf herumtreuen können. Durch die Zusammenarbeit mit Freeland können wir uns voll und ganz auf unseren Hof und unsere Schweine konzentrieren und Freeland übernimmt die erfolgreiche Vermarktung der Schweine und nimmt uns dadurch einige Dinge ab. Mein Bruder Johannes kümmert sich schwerpunktmäßig um die Legehennen und um die Getreideverarbeitung. Um in Zukunft von fossilen Energien weiter wegzukommen, haben wir in den Hühnerausläufen eine Kurzumtriebsplantage angepflanzt, die zum späteren Zeitpunkt geerntet wird und dann zum Verheizen einer Hackschnitzelheizung genutzt werden kann. Uns hat bewegt, Dinge anders zu machen, verbunden mit der Natur zu sein und Kreisläufe zu schließen und sind deswegen Biobetrieb.